Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Long Dark. Jo, das ganze Zeug hier ist fast getrocknet mittlerweile. Wir müssen allerdings hier nochmal ein kleines bisschen was essen, was trinken. Vorzugsweise müssen wir was essen und auch trinken. Deswegen nehmen wir uns mal ganz kurz eben ein bisschen was aus dem Schrank. Dafür haben wir es ja da. Und ist wahr, nehmen wir ganz einfach hier Leere mit 82% und nehmen dazu noch vielleicht ein kleines Stückchen Wasserminerale aus die frische Schnee gemacht. Und dann nehmen wir einen Liter und dann tun wir es einfach einstopfen. So. So, wir hatten jetzt ferner vor, was hatten wir denn gesagt? Wir wollten irgendwas gebaut haben, oder? Wollten wir nicht irgendwas gebaut haben? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Was war denn der Plan, verdammte Axt? Aber wir haben immer noch keinen Wolfspelzmantel tatsächlich. Was mich halt ein bisschen stutzig macht. Wir könnten jetzt natürlich wenn wir jetzt irgendwo einen Wolf finden würden, könnten wir natürlich mal eben schnell die Flinte holen. Haben wir sie ja. Aber irgendwie sieht es mir hier gerade sehr, sehr leer aus. Irgendwie. Haben die keinen Bock zu spawnen oder was ist hier los? Was ist denn hier los? Freunde. Ja, super. Ist die Frage, ob der jetzt nochmal wiederkommt. Oh, er hat sich eingekriegt. Sehr schön. Dann holen wir mal ganz kurz eben den Flintenpeter raus. Und werden dann gleich wahrscheinlich wieder eiskalt daneben schießen. Ich kenne mich ja. So, den Flinten haben wir den hier reingesteckt. Jawohl, ja. So, dann schauen wir mal. Ist das blöde Vieh denn jetzt schon wieder wegrennen? Ich dem was tun würde. Ich finde das toll, diese Ambient-Sounds finde ich halt schon relativ cool. Sehr, sehr schön gemacht auch. Man kann sich da wirklich ein bisschen dran orientieren. Was natürlich nicht ganz so schön ist, ist natürlich jetzt hier die Tatsache, dass es hier klappert, die Kette von der Schaukel. Die Schaukel ist ja in ganzer Weise bewegt. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Wolf. Da ist wohl jetzt Ende hier mit Wolf, ne?
Ärgerlich. Oh, ein paar Stück hier mit. Dann ist die Ausdauer auch wieder voll. Das ist echt blöd, ey. Wenn man einmal einen braucht, ist keiner da. Das Problem hatten wir, glaube ich, auch schon mal ein paar Folgen vorher. Was ist der Nachteil am Entdeckermodus? Wenn man sie mal braucht, laufen sie weg. Ja, und in den anderen Modis sind die halt eher so entgegenkommend. Na gut, dann schlafen wir nochmal. Keine Schusswaffe im Inventar. Das stimmt, wir haben keine Schusswaffe. Nein, nein, wir haben auch noch nie eine besessen. So, dann würde ich sagen, schlafen wir einfach nochmal ein bisschen. Schlafen einfach mal einen Tag skippen. Vielleicht sieht es dann draußen ein bisschen besser aus. Das kann ja sein, das kann ja sein. Was zu essen, so. Und dann hauen wir uns mal ganz schnell hin. 9 Stunden Tageslicht haben wir noch übrig. Dann machen wir nochmal ganz schnell 12 Stunden schlafen. Hup, hup, hup. Nom, nom, nom. Und dann haben wir wahrscheinlich 8 Stunden. Oder machen wir mal 7 Stunden. Vielleicht reicht es. Ja, 7 Stunden war richtig. Sehr gut. Keine Stunde Tageslicht verschwenden hier. Das wäre ja eine Katastrophe, wäre das ja. Eine Katastrophe sondergleichen. So, durstig sind wir natürlich auch schon wieder. Zum Glück haben wir noch ein bisschen was zu trinken. Aber so richtig, richtig viel ist das halt auch nicht mehr. Da müssen wir bald mal wieder ein bisschen was nachbraten. Schönes Licht hat es gerade irgendwie. Gefällt mir. Da hinten ist er. Vielleicht können wir den Richtung Reh scheuchen. Er rennt ja schon dahin. Vielleicht jagt er das gleich. Dann können wir das Vieh eventuell beim Abernten. Können wir ihm das Fell über die Ohren ziehen. Inklusive Reh, das wäre natürlich eine super Kombination. Oh ja, und das passiert auch genau so gerade. Das Problem ist halt nur, dass er schon relativ weit weg ist jetzt und meine Ausdauer ist gleich für den Bob ist. Aber das macht ja nichts. Wir müssen jetzt gleich nur einmal treffen. Das Reh ist uns jetzt ja gerade relativ egal. Relativ egal ist uns das. Ich bin so ein verdammter Kacklappen, das gibt es einfach nicht. Aber er ist angeschossen. Okay. Dann ernten wir mal ganz kurz eben schnell hier das Reh ab schon mal. Es dauert 1 Stunde 20 Minuten. Jetzt muss ich halt nur mal gucken, wo die Blutspur hin ist. So ein Mist. Vielleicht hätte ich das mal als erstes machen sollen, so ein Kack. Ach nee, ne? Jetzt liegt das Vieh bestimmt irgendwo rum.
ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, die Sache. Das heißt auf jeden Fall, das nächste Mal erst dem Angeschossenen wild hinterherlaufen. Und dann das andere zerlegen. Mein Gott, so ein Mist jetzt aber auch. Wirklich. Das war jetzt echt unnötig. Den Ast, den Zweig vielmehr. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir doch mal Glück und finden den jetzt irgendwo. Ich wage es zwar zu bezweifeln. Vielleicht liegt er auch da hinten wieder, da wo er ursprünglich gespawnt ist, kann ja auch sein. Ich weiß, es macht in einer Welt, die logisch funktioniert, keinen Sinn. Aber die funktioniert ja nicht logisch, das ist ja nur zusammengeschrieben. Wobei doch natürlich, es funktioniert natürlich, es basiert ja auf der puren Logik, aber... Trotzdem... Dem möchte ich da mal ganz gerne was gucken gehen. Vielleicht ist es ja so. Außerdem müssen wir die Richtung eh einschlagen. Und das Wetter ist gerade auch eine Spur besser geworden. So, nochmal ein Ästchen kaputt brechen. Blöder Wolf, ey. Wären wir dem mal hinterhergelaufen. Was wäre einfach für ein unglaublicher Munitionsverschwender. Also dann schieße ich da auch nochmal einmal nach, als ob ich auf die Entfernung hätte treffen können. Ja, die können wahrscheinlich schon, aber... Wer mich kennt und vor allem meine Skills... Der hätte wissen müssen, dass das sowieso nicht klappt. Weil ich müsste der Wolf dann ja irgendwo hier liegen. Was da aber halt auch wieder nicht macht. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir ihn wieder mal nicht finden werden. Es ist auch ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Ist das. Wir müssen irgendwie mal, keine Ahnung, Bärenfallen auslegen oder Sprengfallen oder so. Wobei, da geht der Pelz ja kaputt, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen das ja noch weiter verarbeiten. Und außerdem mischt sich dann auch direkt wieder der Tierschutzbund ein, wenn man irgendwie anfängt, irgendwelche Tiere in die Luft zu jagen. Na gut. Dann gehen wir halt erstmal wieder rein. Waren wir schon lange nicht mehr, ist auch schön hier drin. Noch und außerdem sicher, wir sind ja schon fast wieder am Ende angekommen. Hör mal, heieiei, das war jetzt ja wieder... So, ist er jetzt aber wieder schon mal ein bisschen Zeit drauf gegangen. So, den Darm können wir auch direkt wieder wegräumen hier. Das brauchen wir nicht die ganze Zeit in der Tasche rumschleppen. Das will ich nämlich ein bisschen viel. Ein bisschen Därmchen. Achso, frische Rehhaut. Achso, ja klar. Nee. Ich frage mich gerade, wo haben wir die denn her? Ablegen. Oh. Das war falsch, was ich da gemacht habe. Da. So, der getrocknete Kaninchenpelz kommt natürlich hier unten rein. Aber die Handschuhe eigentlich schon fertig? Die haben wir fertig, ne? Die haben wir fertig gebaut, meine ich. Zweimal. Ablegen, ablegen. Ein bisschen Holz haben wir auch gefunden. Das ist super. Beziehungsweise ist immer noch das Holz, was wir hier
aus unserer Kiste rausgebrochen haben. So, dann würde ich sagen, machen wir Feuerchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.